Mensch, Kathi, beeil dich! Oh, gib mir bitte 5 Minuten! Ich wasch mich schnell! Okay, ich zieh mich schon mal um. Ich muss mich auch noch umziehen! Das auch noch. Oh, entspann dich! Oh, wir kommen doch noch rechtzeitig zur Party! Juhu, ich freue mich schon so! Okay, ich setz mich kurz aufs Sofa und warte mal wieder auf dich. Oh, typisch Mann! Immer beschwert er sich. Typisch Frau, warum wundere ich mich eigentlich? Was hast du gesagt? Nichts! Mach dich in Ruhe fertig! Hallo alle zusammen und willkommen zum zweiten Video über die reflexiven Verben. So, im ersten Video habe ich euch den Unterschied zwischen echten und unechten reflexiven Verben erklärt. In the first video, I showed you or I explained you the difference between real or true reflexive verbs and those which are not really true or only partially reflexive. Ich hoffe, du hast das erste Video gesehen und deine Hausaufgabe gemacht. I hope you saw the first video and did your homework. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Video. So, in der Einleitung habt ihr den Sketch gesehen. In the introduction you saw the sketch. Und wir werden jetzt darüber sprechen und ich habe auch ein paar Fragen für dich. We will talk about the sketch and I also have some questions for you. Los geht's! Mensch, Kathi, beeil dich! Mensch, Kathi, beeil dich! So, beeil dich means to hurry up. Ja? In German, it's reflexive. It's ein echtes reflexives Verb. It's a true reflexive verb. In English, it's not reflexive. Alright? How would you say, I hurry up? Wie sagst du das? I hurry up. Ich beeile mich oder ich beeil mich. Alright? So, dich changes to mich. How would you say, I have to hurry up? Ich muss mich beeilen. Okay? I have to myself hurry up. In English, it's not reflexive, so don't try to translate literally. Oh, gib mir bitte 5 Minuten. Oh, gib mir bitte 5 Minuten. Ich wasch mich schnell. Ich wasch mich schnell. So, is this a true reflexive verb or a only partially reflexive verb? What do you think? It's partially, because you can also wash something else. Yeah? And it doesn't have to be reflexive. You can say, for example, ich wasche meine Katze. I wash my cat. If you ever do that, but yeah. So, or it's ich wasch mich, I wash myself, for example. Oder ich wasche meine Haare, I wash my hair. Okay, ich zieh mich schon mal um. Ich zieh mich schon mal um. So, this all belongs together. Sich umziehen is the infinitive and it means to change clothing, yeah, to change clothes. So, also es ist trennbar und reflexiv. It's a separable verb and it's reflexive. So, ich zieh mich schon mal um. So, how would you say you change clothes? How would you say that? Du ziehst, yeah, you will have to conjugate as well. Du ziehst dich um. Du ziehst dich um. This, again, you can also use in a non-reflexive way. For example, and then it changes the meaning, yeah? Er zieht um. It means he's changing houses, yeah? He's moving from one apartment or from one house to a different one. Er zieht um. But when you say er zieht sich um, it means he's changing himself. He's changing clothes. Ich muss mich auch noch umziehen. Ich muss mich auch noch umziehen. Ja, yeah? I also still have to change. Das auch noch. Das auch noch. Oh, entspann dich. Entspann dich. Yeah? How would you say I relax? I relax myself. Ich entspanne mich.
wir kommen doch noch rechtzeitig zur Party. Wir kommen doch noch rechtzeitig zur Party. Rechtzeitig means in time. And zur Party, zu der Party. Ja, ja, ich freue mich schon so. Ich freue mich schon so. I am already so excited. So, again, it has to come with mich. Ja? If you say, for example, ich freue schon so, it's wrong. Ich freue mich schon so. In English, again, it's not reflexive. Ja? Okay, ich setze mich kurz aufs Sofa und warte mal wieder auf dich. Ich setze mich kurz aufs Sofa und warte mal wieder auf dich. So, ich setze mich. It's kind of literally translating, I'm sitting myself down. Because you can also sit something else down. For example, you can say, ich setze meine Tochter auf den Stuhl. I am placing or sitting or putting my daughter on the chair. Okay? So it's partially reflexive. Typisch Mann. Immer beschwert er sich. Immer beschwert er sich. So, you can also turn it around and put er in the beginning. Yeah? You could also say, er beschwert sich immer. So, sich beschweren means to complain. It's a true reflexive verb. It's always reflexive. Yeah? So, how would you say, I complain? I complain. Ich beschwere mich. Okay? Typisch Frau, warum wundere ich mich eigentlich? Warum wundere ich mich eigentlich? Again, the infinitive would be sich wundern. Ja, it means to wonder. Ich wundere mich. Du wunderst dich. And so on. We will talk about these pronouns in one of the next videos. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Nichts. Mach dich in Ruhe fertig. Mach dich in Ruhe fertig oder fertig. Yeah, you can say both. So, sich fertig machen means to get ready for something. Yeah, for example, ich mache mich fertig. I am getting ready, like putting makeup on or whatever. Ich mache mich fertig. Du machst dich fertig. And so on. And in Ruhe is like, in Ruhe means, yeah, like take your time, like do it calmly. Yeah, so don't stress, don't hurry. Okay, und Ende. Das ist das Ende. Und der Sketch geht weiter. The sketch will continue. We will show you the next part in one of the next videos, okay? Also, heute habt ihr viele Beispiele von reflexiven Verben gesehen. Today you saw a lot of examples of reflexive verbs. And in the next video, we will talk about the pronouns. So you can rewatch the sketch and practice and think for yourself, ah, how would I say this and so on. So, ich hoffe, der Sketch und das Video hat dir gefallen. I hope you enjoyed this little skit or sketch, I think you say in English. In German we say sketch. And the video. And let me know in the comments if you have any questions. Also, check out my academy. We have these little audios and dialogues to learn German with. It's just sketches just like this. All right? Alles klar. Dankeschön und bis zum nächsten Video. Ciao.